beschäftigen uns im Rahmen eines Forschungsprojekts mit recyceltem Kunststoff. Ähnlich wie jetzt auch schon zwei Vorredner beschäftigen uns mit Kunststoff, aber halt aus der Recycling-Sicht. Darf ich jetzt erst einmal darauf eingehen, was ist denn gerade der Ist-Standard beim Kunststoffrecycling? Also eigentlich quasi der Recycling-Kreislauf. Genau, wir haben aktuell viele Plastikverpackungen im Bereich Getränke, die schon recycelt werden durch das gut funktionierende Pfandsystem, das wir hier in Deutschland haben. Die Plastikflaschen werden anschließend geschreddert, aufgereinigt und weiter transportiert, um letztendlich Preforms herzustellen, die zu Kunststoffflaschen wieder aufgeblasen werden können. Aber was ist das Problem dabei? Es gibt natürlich diesen Recycling-Kreislauf, aber es gibt auch immer noch sehr viel neuen Kunststoff, der mit in den Recycling-Kreislauf eingemischt wird. Aktuell gibt es aber noch keine Möglichkeit, das halt nachzuvollziehen, wie viel ist Neuware, wie viel recycelter Kunststoff wird verwendet. Und da beschäftigen wir uns mit dem Forschungsprojekt. Genau. Ich werde kurz das Projekt vorstellen. Das Projekt ist hier an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe angesiedelt, direkt im Gebäude gegenüber, im Fachbereich 4, Life Science Technologies und dort in dem Labor der Getränketechnologie. Im Projekt sind verschiedene Kunststoffunternehmen und Getränkunternehmen mit involviert, die halt Wissen einbringen, Proben einbringen und wo wir halt auch mehrere Gespräche mit schon hatten. Und genau. Basiert ist das Projekt auf der EU-Richtlinie 2019/904. Die schreibt eine Erhöhung des Rezyklatanteils in unserem Anwendungsfall Kunststoffflaschen, PET-Flaschen vor. Ein bestimmter Prozentsatz muss in ein paar Jahren erreicht werden. Und daraus entsteht die Notwendigkeit, die Überprüfung der Flaschen, also die Flaschen nachzuvollziehen können, wie viel Rezyklat ist dort drin, besteht die Flaschen aus Neuware und wie, also ob man wirklich das bekommt, was man wirklich bestellt hat als Kunststoffverarbeitungsbetrieb. Dort ist teilweise auch das Problem dann, dass recycelte Kunststoffe und Granulate andere Qualität haben als Neuware und man dort den Herstellungsprozess beispielsweise anpassen muss, dann halt Geräteparameter ändern muss und man darauf dann halt reagieren kann und schon von vornherein weiß, wie viel Kunststoffe, also wie viel Rezyklat an Kunststoff wirklich drin ist. Die aktuelle Analytik ist sehr aufwendig mit gerätetechnisch und Personalaufwand von Vorbereitung und Auswertung. Und deswegen wollen wir eine einfache Methode erforschen, die halt leicht umsetzbar ist und womit man dann halt die besser einsetzen kann im Kunststoffverarbeitungsbetrieb. Das Ziel des Projektes ist die Messung des Rezyklatgehalts im PET, in Granulaten, Kunststoffen und Preforms und halt als grobes Vorziel die Unterscheidung erstmal von Neuware und Rezyklat. Dann stelle ich kurz vor, wie wir das uns vorgestellt haben. Das Projekt ist in zwei Projektteile gegliedert. Der erste Projektteil läuft gerade. Dort versuchen wir mittels einer Infrarotspektroskopie. Da sieht man hier unten die Sonde. Dort nehmen wir verschiedene Spektren auf und versuchen dann mit multivariater der Datenauswertung, vor allem Hauptkontinentenanalyse und PLS-Regression, Unterschiede herauszufinden und zu gucken, ob man die neuwahren Kunststoffe unterscheiden kann. Darauf aufbauend, wir haben einen weiteren Projektteil, der gerade in der Antragsphase ist, wollen wir die Kunststoffe noch mit verschiedenen weiteren Methoden untersuchen, vor allem unter anderem nasschemischen, anderen spektroskopischen Methoden und auch thermischen Methoden. Dort, da halt dort verschiedene Anlasspunkte gegeben sind, wo man halt die Kunststoffe Rezyklat voneinander unterscheiden kann. Und diese Daten wollten wir dann auch wieder multivariat auswerten und dann im Endeffekt aus den verschiedenen Analysemethoden eine Datenfusion herstellen und mit verschiedenen Machine Learning-Verfahren dann voraussagen, wie hoch der Rezyklatanteil ist. Also wir werden verschiedene Methoden anwenden und dann halt wirklich eine einfache, im Betrieb umsetzbare Methode generieren, womit wir das dann einfach nachweisen können. Genau, der aktuelle Stand ist, dass wir, wie dort unten zu sehen, verschiedene Spektren aufgenommen haben von vor allem Granulaten. Dort sieht man in den Kästen, dass die Unterscheidung teilweise möglich ist, aber halt auch nicht so große spektrale Unterschiede vorhanden sind und auch keine wirklich gute Klassifizierung vorhanden ist. Wie man hier sieht, die
die blauen Punkte stehen hier für in der Hauptcontent-Analyse für Neuware, die braunen Punkte für Kids-Klart und dann haben wir nur einige Proben dabei, von denen wir nicht wissen, ob sie Neuware oder Kids-Klart sind. Und dort sieht man, dass halt manche Proben wirklich gut unterscheidbar sind, dass wenn hier die Punktwolke außerhalb von anderen Punktewolken ist. Aber hier sieht man, dass halt sich Neuware und Kids-Klart auch überlagert. Und dort müssen wir halt jetzt noch weiter das Messen von anpassen, was wir mit den folgenden Methoden auch noch machen wollen. Genau. Und die, wenn wir eine Methode herausgefunden haben, dann soll das in der Industrie angewendet werden, an dem Kunststoff einem Partner nehmen. Das stellen wir uns so vor, dass das Grundstoffe, also Kunststoff als Flakes oder als Granulat angeliefert wird, dann eine Wareneingangskontrolle von dem Tankzug direkt stattfinden kann und dann halt im Betrieb wird das Preforms und zu Flaschen verarbeitet werden kann. Und dort wäre der Ansatzpunkt für die AI, dass man wirklich direkt am Tankzug noch untersuchen kann, was kriege ich da wirklich genau, was ist da genau drin, stimmen die Spezifikationen und wie muss ich mit dem Produkt weiter verarbeitet werden. Genau, und das ist auch der Punkt zu der Umsetzung und Kontrolle von Vorgaben, die dann halt bald, also 2030 dann verpflichtend für alle Betriebe sind. Genau. Genau. Nachdem ich vorhin den Ist-Stand vorgestellt habe, kommen wir jetzt einmal zum Soll-Stand. Also wie wird dann quasi unser Projekt in den Recycling-Kreislauf eingebaut? Wie Linda es gerade schon gesagt hat, sitzen wir quasi zwischen dem Granulat und dem Preforms. Also im Speziellen halt an der Warenannahme, dass man quasi schnell unterscheiden kann, wenn man jetzt einen Lastzug voll Kunststoffgranulat geschickt kriegt, was ist das für ein Kunststoff, ist es recycelter Kunststoff, ist es neuer Kunststoff, genau, was jetzt aktuell halt nur mit aufwendiger Laboranalytik möglich ist, das wollen wir vereinfachen und genau, schnell möglich machen.